In my little hometown, Peter Kaul is my favorite winemaker. I just love his wines. They are so good and he's just the nicest person. He's in the third generation and his grandfather started the business, which he then took over 10 years ago. And then they also started Gästehaus Kaul, which means they rent out rooms to people who come visit Hackenheim in our cute little wine region here. They have 120,000 square meters of vineyards in Hackenheim, and he produces 80 to 100,000 liters of wine each year. 30% are red wine, whereas 70% are white wine. That wine he exports into all kinds of countries like the Netherlands or France, Belgium, Denmark, but of course 70% go to private customers in Germany, 20% go to restaurants. I really wanted to make sure that you all learn more about Peter and what it takes to be a winemaker. He guides me through his day, he answers plenty of questions, but now just enjoy these beautiful pictures of harvesting wine. Welcome to Peter Kaul's Weinstube. As I told you in my videos before that I would interview him, and that is him. Wait. Yeah. You will have the subtitles down here. Peter. Ja. Hi. Hi. Ich habe natürlich jetzt, wir kennen uns lange aus Hackenheim. Ich bin hier auch groß geworden. Deswegen weiß ich, dass dein Papa ursprünglich das Weingut gegründet hat. Du hast es dann irgendwann übernommen. Genau. War das immer dein Plan oder hattest du eigentlich andere Pläne? Und das hat sich so ergeben, sozusagen. Ja. Ich habe zwei Brüder, zwei jüngere Brüder. Mhm. Und in so einem Weinbaubetrieb oder früher landwirtschaftlicher Betrieb, Gemischbetrieb, da war das an der Tagesordnung, dass man nach der Schule auch so ein bisschen mitgeholfen hat. Mhm. Und hat sich dann am Ende so ergeben, dass ich das Weingut übernommen habe. Genau. Okay, und das hast du auch gerne gemacht? Sehr gerne. Ja. Und machst du das bis heute gerne? Ich mache es heute noch gerne als damals. Ja? Auf jeden Fall. Also ich empfinde das so, und ich weiß nicht, ob du das auch so empfindest, dass Winzer sein ein Knochenjob ist? Ein Knochenjob würde ich nicht sagen, nee. Also es hat sich etwas gewandelt durch Mechanisierung, Rationalisierung. Wir haben jetzt hier von unseren Lagen her, wir haben zwar Hanglagen, aber keine Steillagen, wie an der Mosel oder am Rhein. Bei uns ist vieles mechanisiert, Laubarbeit im Sommer wird teilweise von Maschinen übernommen, früher war es Handarbeit, reine Handarbeit. Natürlich, man ist im Prinzip das ganze Jahr dem Wetter ausgesetzt, aber Knochenjob fehlt ganz nicht mehr. Ja. Du hast gerade das Wetter angesprochen. Ja. Hat das Wetter dieses Jahr dir Probleme bereitet? Das Wetter ist seit einigen Jahren ein großes Thema. Jedes Jahr ist neu, wetterbedingt. Mhm. Dieses Jahr war das große Problem, dass wir im Prinzip zu wenig Niederschlag hatten. Mhm. Wir hatten im Frühjahr ausreichend und da haben alle gedacht, die Böden sind gesättigt, reicht bis zum Herbst. Dann kam diese Hitze im Sommer mit relativ viel Strahlungswärme. Das heißt, die Böden waren dann sehr schnell ausgetrocknet. Mhm. Die Konsequenz war, wir mussten wässern. Also speziell die jungen Weinberge, wo die Rebwurzeln noch relativ kurz sind oder auch dann Flachwurzeln, also rechts, links, nicht in die Tiefe. Die haben dann Anfang August schon ihre Herbstverfärbung gehabt. Das heißt, Blätter werden braun, fallen ab. Das ist erstmal für die Traubenqualität schlecht, weil kein Zucker mehr produziert wird. Und zweitens aber auch für den einzelnen Rebstock,
Der versucht dann möglichst die Trauben zu ernähren, sollte aber eigentlich sich ernähren, damit er es schafft, nächstes Jahr nochmal wieder neu zu wachsen quasi. Das, in dem Fall hat es uns relativ schwer gemacht, das heute dieses Jahr, genau. Okay, das heißt, alles war zu früh. Es war zu früh, klar, durch die Hitze war zu früh, wobei Hauptproblem war einfach die Trockenheit. Ja, Ja, genau. okay. Gut, ich habe dir meinen Zwiebelkuchen mitgebracht, den ich gestern gebacken habe. Was trinken wir jetzt dazu? Wir trinken Federweiße, traditionell um die Jahreszeit, also Spätsommer, Frühherbst, wenn es nicht mehr so warm ist. Federweise ist im Prinzip Wein, der sich in Gärung befindet. Alkohol, Zucker ist ungefähr halbe halbe, das heißt, wir sind Mitte der Gärung. Viele Leute mögen etwas süßer, das heißt etwas früher. Und er befindet sich in der Gärung, das heißt, wenn wir den jetzt hier stehen lassen und morgen, dann schmeckt er ganz anders. Dann hat er weniger Süße und Okay. mehr Alkohol und schmeckt trockener, genau. Federweißer klingt nach Weiß, der ist jetzt aber Rosé. Warum ist Genau. der rosa? Das ist jetzt Rosé, weil der aus blauen Trauben gepresst worden ist. Okay. Und gibt dann, wenn wir jetzt nicht trinken würden, sondern weiter vergären, hätten wir am Ende dann Roséwein davon. Dann würde ich sagen, essen wir jetzt mal ganz kurz einen Happen und ich probiere mal deinen Wein und Okay. dann habe ich noch ein paar Fragen für dich. Das schmeckt mir schon wieder zu gut. Ja, also du weißt, ich liebe deine Weine sowieso. Was würdest du behaupten, ist dein bester Wein? Bester Wein, also von gut würde ich nicht reden. Okay. Im Prinzip, der beste Wein ist immer der genau zur Situation passt. Ja. Also es gibt, man kann Weine bepunkten, Ja. beurteilen, Ja. mit Medaillen versehen und so weiter, aber das ist alles subjektiv. Ja. Genau, alles subjektiv. Im Prinzip, sage ich auch mal meinen Kunden oder meinen Leuten, die hier Wein probieren, was ist ihr Lieblingswein? Aber hier kann ich jetzt nicht sagen. Also ich trinke am liebsten Riesling natürlich, Ja. weil das auch unsere Hauptweiße Rebsorte ist. Aber manchmal passt halt ein Silvaner besser. Und dann Ja. in dem Fall ist dann der Silvaner mein Lieblingswein oder Okay. mein bester Wein für Dann ist mich. das jetzt mein Lieblingswein. Genau. Jetzt hast du gerade eben vom Riesling gesprochen. Warum baut man denn in Deutschland so viel mehr Riesling an als jetzt zum Beispiel in den USA? Also Riesling ist ja eine traditionelle Sorte aus Deutschland und wir sind ja global gesehen ein nördliches Weinbaugebiet. Und Riesling, um diesen typisch deutschen Riesling zu erzeugen, brauche ich kühles Klima in der Reifephase der Trauben, das heißt September, Oktober. In allen anderen Ländern ist es zu dieser Zeit zu warm. Das heißt, die können zwar Riesling anbauen, aber der schmeckt ganz anders als bei uns, weil, wenn es zu warm ist, wird die Säure in der Traube schon veratmet. Und für Riesling typisch ist diese knackige, reife Rieslingsäure. Okay. Und das ist im Prinzip nur in diesen nördlichen Gebieten wie zum Beispiel in Deutschland möglich, Okay, aus dem verstehe. Grund. Jetzt für Laien und auch für mich, was bedeutet das jetzt zum Beispiel, ein Riesling zu machen? Kannst du mich da in 4, 5 Schritten vielleicht mal ganz kurz durchführen? Ja, also das Prinzip ist ja gleich. Die Ernte ist jetzt beendet hier für 2018. Die Weinberge ruhen jetzt bis Januar, Februar. Dann beginnt der Rebschnitt. Also die Reben werden geschnitten, zurückgeschnitten. Dann werden sie gebogen. Und dann warten wir darauf, dass aus diesen verholzten Trieben quasi neues Grün wächst. Die wachsen dann immer höher, werden dann aufgeheftet, fixiert, damit die nicht umfallen. Dann werden die Trauben reif, werden geerntet, werden ausgepresst und dann vergoren. Jetzt habe ich dich ja wann war ich da? September, Oktober schon Das war Ende besucht. September, Ja, genau. bei der Lese. Das war tatsächlich das erste Mal, dass ich wirklich hands-on Leute gesehen habe, wie sie Wein lesen und der Markus stapfte da Ja, in genau. den Trauben rum. Ich bin da raus und habe gedacht, das ist sowas, das hat was so Nostalgisches und was so Romantisches, Trauben zu pflücken und daraus Wein zu machen. Das war mir so vorher nie bewusst. Und da hat sich mir die Frage gestellt, weil wenn ich für Leute backe, das ist für mich ich brenne dafür zu sehen, dass es Leuten schmeckt. Das macht, glaube ich, eine Leidenschaft aus. Ist das bei dir auch so, dass du einfach dieses ganze Drumherum vom Wein machen und dann im Endeffekt sehen, dass Leute. Genau, das ist ja das, genau, artverwandt quasi. Wein ist ja auch ein Naturprodukt, Ja. also nicht industriell herstellbar. Und für unsere Weine sind individuell. Das heißt, wir haben 2017 schmeckt so, 2018 etwas anders. Und das, was ich vorhin sagte, dieser Jahresablauf, der ist zwar Ja. immer gleich, aber trotzdem haben wir am Ende so ein bisschen ein anderes Produkt. Ja. Und das ist auch genau das, was unsere Kunden mögen oder was diese. Es gibt ja nichts Besseres, als wenn man über Wein diskutieren kann am Ende. Ja. Also Ja. wenn es immer gleich schmeckt.
Dann ist das langweilig irgendwann, ja. Jetzt hast du hier die ganze Wand voll mit Urkunden und Preisen hängen. Ist dir das auch wichtig oder sagst du, das kam einfach so über die Jahre mit dabei? Das Ja, ist schön, aber ich habe es muss vorhin nicht. erwähnt, das ist im Prinzip subjektiv. Also wenn Wein eine Goldmedaille hat, dann ist das natürlich gute Qualität. Nur kann sein, dass du sagst, die schmeckt mir gar nicht. Ja. Das ist halt so. Eben. Cool. Dann bedanke ich mich recht herzlich bei dir. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht und viele Fragen beantwortet. Und ich hoffe, meinen Zuschauern hat es auch gefallen. Danke auch. Danke Gerne. für Zyko. Of course. Dann gönn dir. Gönn dir. Gönn dir. Ganz gut. Ja? Ich bin ja alles, was Quiche und sowas. Entscheidend ist der Teig. Der beste Pizza genauso. Beste Belag nutzt nichts, wenn der Teig geschrott ist. Ja. Oder? Ja. Perfekt, gut. Ja, ist gut. Danke.